Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Bardo mit dem heutigen BMZ und den Themen Lieblings-YouTuber, veraltete Mechaniken und Vereinsgilden. Weiß jetzt nicht, ob das die richtige oder eine richtige Frage ist fürs BMZ, aber weil du gerade Preach angesprochen hast, was sind so andere WoW-Streamer, YouTuber, die du so verfolgst bzw. empfehlen kannst? Vielleicht auch in Kategorie aller ernste YouTuber wie zum Beispiel Bellula oder nicht so ernste wie Cave oder Kaif. Nur WoW? Okay, da wird's zum Glück schon relativ eng. Ich habe nämlich gerade eben diese Frage gelesen, als ich sie ausgeschnitten habe und hier reingeklebt. Und dachte mir, boah, nur, also alle YouTuber, das könnte ein interessantes Unterfangen werden. Aber nur WoW ist, glaube ich, deutlich leichter. Bei WoW einmal Preach Gaming. Hast du ja selbst geschrieben oder hast du selbst genannt, weil ich den noch häufiger zitiere. Dort, für diejenigen, die ihn nicht kennen, Preach Gaming, gibt es eine Serie, von der es, glaube ich, mittlerweile 3 Staffeln oder 4 Staffeln gibt. Die nennt sich Drama Time. Und es sind von Lesern eingesendete, oder nicht von Lesern, von Zuschauern eingesendete Geschichten, die Preach vorliest. Und das halt mit der Überschrift World of Warcraft und Drama in jeder Form. Und das ist jetzt, gibt es seit einigen Jahren und er ist damit sehr erfolgreich und es macht unglaublich viel Spaß, ihm und Andy ist sein Kumpel, wenn die beiden zusammen was machen, zuzuhören. Es ist unglaublich lustig und unterhaltsam. Also wann immer ich irgendwie mal über längere Phasen irgendwas gegrindet oder gelevelt habe in WoW, habe ich das sehr, sehr gerne Drama Time laufen lassen. So, das wäre Nummer 1. Dann gibt es Haven Games. Ist, glaube ich, der Name. Vielleicht macht sich irgendwer mal die Mühe, genau rauszufinden, ob ich da mit meiner Namensnennung richtig finde. Aber ich glaube, es ist Haven. Der hat so Videos gemacht im Bereich Exploring, also so Erkundungen von Zonen und Gegenden und Dungeons und so weiter in World of Warcraft. Und hat aber auch Sachen gemacht wie ältere Files und Map-Files sich angeguckt, wie bestimmte Zonen irgendwann mal angedacht und angelegt waren, aber dann so nicht veröffentlicht worden sind und so. Der hat ganz, ganz, ganz fantastische Videos gemacht, die jetzt nicht unbedingt in den Bereich Lore gehen, sondern mehr so in den Bereich von Geografie, geplante, nicht geplante Dinge und so weiter und so fort. Leider, leider, leider ist Haven letztes Jahr verstorben, sodass es auf dem Kanal keine neuen Videos geben wird. Also der hat sehr, sehr guten World of Warcraft YouTube-Content gemacht. Was gibt's denn noch? Jetzt habe ich einen, natürlich Nobel. Wollte ich gerade sagen, habe ich doch einen auf der Zunge liegen, den ich auch viel geschaut habe, der mir gerade nicht mehr einfiel. Aber den habe ich jetzt schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, auch im Rahmen des Lore Talks mit Kraft. Nobel ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob er Niederländer ist. Er klingt auf jeden Fall so, als wäre er Niederländer. Macht auch englischsprachige Videos. Die anderen, habe ich das schon dazu gesagt, Preach und Haven machen auch englischsprachige Videos. Da werdet ihr wohl nicht drum rumkommen. Also macht auch englischsprachige Videos zum Thema Lore. Und es gibt von dem eine Playlist, quasi auch mit der Lore von Anfang an, wobei ich nicht genau weiß, welche Reihenfolge er dann bei den parallelen Zeitlinien wählt. Es gibt aber auch welche zu bestimmten Themen. Ich glaube, der hat alleine, keine Ahnung was, bestimmt ein 45-Minuten-Video oder 4 Teile oder 5 Teile zu Arthas oder so. Also, ob ihr euch nun für ein bestimmtes Thema interessiert innerhalb von WoW oder einfach nur mal am Stück so eine Playlist hören wollt, auch dafür ist der super geeignet. Nobel, ich glaube Nobel 87 oder so, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Nobel und irgendeine Nummer dahinter. Absolut fantastischer YouTube-Content. Und das sind so die YouTuber, die mir extrem gefallen. Beim Stream ist das schon ein bisschen schwieriger, weil ich mir fast immer, nicht immer, aber wirklich fast immer denke, anstatt selber Streams zu schauen, oder anstatt Streams zu schauen, könnte ich zu dem Zeitpunkt ja auch selber streamen. Es gibt allerdings auch ein paar Ausnahmen. Ich überlege gerade, wer da alles so in Frage kommt. Ich finde Tao Li und Slootback okay. Also kann ich mir ganz, ganz brauchbar angucken. Dann den
Dr. J. Fisto heißt er, glaube ich. Ich meine, er spricht auch Deutsch. Sein Stream ist allerdings Englisch. Also die beiden machen auch englische Streams. Spricht auch Deutsch. Sein Stream ist aber Englisch. Der macht, oder hat zumindest mal, ich weiß nicht, ob er das noch macht, sehr viel Mythic Plus Content gemacht. Und Quinn ist ein Streamer, der vor allen Dingen durch Diablo bekannt geworden ist, allerdings zu Legion, glaube ich, war es, auch angefangen hat mit WoW und nicht mehr so viel mit Diablo, was ganz gut einhergeht mit dem, wie auch ich die Seasons und Diablo eher ausgelassen habe. Ist ein sehr kurzweiliger Typ, ist alles englischsprachig. Deutschsprachige Streamer oder YouTuber habe ich ehrlich gesagt auch gar keine so großen Favoriten, die ich da häufiger schauen würde. Ja, gut. Vielleicht irgendwann stellt bestimmt noch einer von euch die Frage und andere Nicht-WoW-YouTuber und Streamer, und dann muss ich wieder von vorne überlegen, aber bis dahin, das soll es jetzt auch mal gewesen sein, sonst haben wir nur noch, also haben wir in dieser Folge nur diese eine Frage. Eine der schlimmsten, in Klammern veraltetsten Sachen in WoW sind Questgegenstände mit Abklingzeit. Aktivierst an Punkt 1, gehst 3 Meter weiter zu Punkt 2 und stehst 10 Sekunden lang einfach nur da und machst überhaupt nichts. 30 Sekunden habe ich auch schon erlebt bei Questgegenständen und Questgegenstände, die sich einen Cooldown teilen. Wenn ihr die Streams aus dem Schattenmondtal gesehen habt, als ich dort gelevelt habe, da könnt ihr das ganz gut beobachten, wie ich zwei verschiedene Quests mache, die beide einen benutzbaren Gegenstand haben und wo sich die Questgegenstände den Cooldown teilen. Das ist so das ultimative Trolling von Seiten Blizzard, würde ich sagen. Ja, also ganz, ganz traumhaft bin ich bei dir. Wir können ja mal gucken, was wir noch so an Mechaniken finden, die bitte mal längst aus dem Spiel geworfen gehören. Aber allgemein irgendwelche Questgegenstände, die im Inventar sind oder so und dann im Idealfall oder im schlimmsten Fall noch nicht mal an der Quest selber als kleines Icon angezeigt werden. Als kleines Icon, das man meistens nicht drücken kann, ohne einen UI-Reload zu machen, weil es irgendwie einen Fehler produziert, ist ein Träumchen. Also die sind ganz, ganz weit vorne. Hallo Onkel Balo, heute habe ich auch mal eine Frage für ein BMZ, die du mir hoffentlich beantworten kannst. Es geht um Community-Vereinsgilden. Das habe ich noch nie gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe es natürlich schon gehört, als ich die Frage rausgeschrieben oder rauskopiert habe, aber nochmal jetzt den kompletten Text. Ich bin auf meiner Gildensuche über eine Gilde gestoßen, die von einem Verein gesponsert und organisiert wird. Klang ein wenig zu schön, um wahr zu sein. Das klingt für dich schön? Also ist Vereinswesen etwas, wo du dir denkst, ja, das brauche ich neben meinem Kleingartenverein, meinem Nagetierzüchterverein, hätte ich doch liebend gerne auch in WoW einen Verein. Okay, also es klang für dich zu schön, um wahr zu sein. Für mich klingt das total befremdlich. Keine Beziehungsquälereien innerhalb der Gildenleitung. Quälereien. Oh, schön. Also keine Beziehungsquerelen innerhalb der Gildenleitung. Jeder ist auf einem Level, wenn es um die Hierarchie geht, abgesehen vom Gildenleiter und hier dem Vereinsvorstand. Ne? Denkt dran, wir haben da auch eine Satzung und dann haben wir hier noch den Aschenbecher mit dem Glöckchen dran, wenn wir uns dann beim Vereinsstammtisch treffen. Einmal pro Woche. Im goldenen Anker. Bei Problemen wendet man sich an den Verein. Hast du von sowas schon gehört? Nie. Ich selber habe die leidige Erfahrung gemacht, in Family and Friends Gilden zu spielen. Oh, ihr fürchterlichen Freunde und Familie. Widerlich. Damit meine ich Gilden, wo sich ein gewisser Prozentsatz zu innig, also sehr innig, zu innig kennt und man als Außenseiter einsteigt. Sobald dort irgendwer mit irgendwem Drama hat, zerbrachen diese Gilden ziemlich schnell. Kann ich ruhigen Gewissens eine Bewerbung bei solch einer Gilde abgeben? Meine Befürchtung ist, dass es eine Abzocke oder so sein könnte, da sie wirklich hochgesteckte... Welche Ziele? Was gibt es denn für hochgesteckte Ziele? Also die jetzt nicht auch jede aller Weltsgilde haben könnte, für die man einen Verein braucht. Also wir mit unserem Verein, wir wollen Bosse umhauen. Oh, das klingt so schön, um wahr zu sein.
Ich weiß halt auch nicht, also eine Gilde, die von einem Verein gesponsert, was für ein Verein sponsort eine Gilde und was genau soll das für ein Sponsoring sein? Bekommt die Gilde Geld, Hardware, Schweißbänder mit dem Logo des Vereins? Also, ich habe davon noch nie gehört. Das klingt total befremdlich und total wild. Und also, man geht halt in irgendeine Gilde und Family und Friends Gilde als solche muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Man geht halt einfach in irgendeine Gilde, quatscht ein bisschen mit dem Gildenleiter und guckt halt, dass man mit den Leuten auf ungefähr einer Wellenlänge liegt. Ich weiß nicht, welche Extreme du da erlebt hast, aber ja, vielleicht doch ein bisschen zu viel Drama, aber das, also Vereinsgilde klingt nach mehr potenziellem Drama als jede andere Random-Gilde. Ich möchte ja schon fast, dass du dieser Gilde beitrittst, nur damit du uns erzählen kannst, wie gut es in der Vereinsgilde läuft. Tag 1, Vereinsgildentagebuch. Schön. Ein Beitrag zum Depp des Tages. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit in WoW. Da habe ich mit einem ehemaligen Kollegen auf dem Privatserver Naxxramas gespielt. Unsere ersten Charaktere waren ein Draenei Shadow Priest und ein Hunter. Das Leveln fiel uns relativ schwer. Es kam jedoch noch dazu, dass unsere eigene Dummheit das Ganze erschwert hatte. Wir waren nämlich von Anfang an der Überzeugung, dass man seelengebundenes Equipment nicht viel haben, dass man seelengebundenes Equipment nicht wieder abgelegt werden kann. Doch, habe ich doch richtig gelesen. Und die gleiche Behauptung hatten wir beim Anlegen gebunden. Das ging dann alles so weit, dass wir beide bis Level 40 mit grauem Equipment rumgelaufen sind, bis ein anderer Spieler uns darauf aufmerksam gemacht hat. Du bist nicht der Erste, von dem ich das höre, von Leuten, die dachten, beim Anlegen gebunden heißt, dass man es nicht wieder ablegen kann. Und dann haben sie es nicht abgelegt oder erst gar nicht angelegt und konnten deshalb nicht feststellen, dass sie ja auch seelengebundene Sachen in der Tasche hatten, die sie ablegen konnten offensichtlich oder nicht anlegen mussten. Ne? Bei Quests gibt es ja Belohnungen, die bereits seelengebunden sind. Was mich halt nur wundert ist, habt ihr nie versucht, das Zeug zu Vendoren? Aber das habe ich schon mal, die Geschichte habe ich schon mal gehört, dass Leute gedacht haben, dass seelengebundenes Gear also beim Anlegen gebunden, vor allen Dingen bei dieser Formulierung, beim Anlegen gebunden, Sachen nicht mehr ablegbar sind. Die Vorstellung finde ich gerade schön. Die Vorstellung finde ich halt schön, was das wohl für eine Strategie gäbe, wenn man ein Spiel hätte, bei dem das wirklich so wäre, wo man einmal einen Gegenstand, der jetzt nicht grau oder weiß ist, anlegt und ihn ab da nicht mehr ablegen kann. Und dann kommt ein Hotfix und du hast so ein super Trinket angelegt und dein Trinket wird überarbeitet und es ist nicht mehr gut. Ah, oh, neuer Charakter leveln. Verdammt, hätte ich das mal nicht angelegt. Das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis morgen, wenn ihr möchtet. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.